Okay, dann haben wir jetzt das so einigermaßen. Das heißt, Kosmoregion. Wir machen die Kosmoregion. Weil, ja, das ist scheiße. Aber, schlau wie ich bin, gut, eigentlich so ein anderes schlau. Ich habe mir da nämlich extra was rausgesucht. Wie man am besten für die letzten die Teile machen sollte. Warte mal, Best Loadout for Gears and Gambit. Ja, da haben wir's. Okay. Warte, wo waren das? Ah, da in dem Gebäude ist, muss ich außenrum, oder? Ja. Hä? Klar. Ja? Du erinnerst dich sicher, aber lass mich noch einmal zusammenfassen, was wir bisher über diesen Ort wissen. Das Wirkprinzip ist noch unklar. Doch diese Ruinen scheinen in Verbindung zur Protosubstanz zu stehen. Wir müssen uns also zunächst mit etwas Roboterunterstützung um die Instandsetzung kümmern. Ja, aber. Hä? Also ich habe das auf einer IGN-Seite gefunden. Ist zwar auf Englisch, aber sollte man eigentlich relativ gut hinbekommen. Gambit-Sets, okay. Warte mal. Selbst? Barrier Shot. Barriere. Dann. Selbst? Augmentation. Das ist Augmentation? Das da? Ja, wird schon das sein. Nee. Hä? Ja, da kann ich nichts anders da machen. Augmentation ist doch sowas wie Verbesserung, oder? Dann Gegner. Schock. Elemental Weakness Priority, Gegner mit elementarer Schwäche. Blizzard Shots, Eis. Aber wir müssen mal hier die Dinger rausnehmen. Nein. Verbündeter Bravery Multishot. Ne, das ist doch Bravery dann, oder? Ja, aber was dann Augmentation? Das schaut irgendwie auch ganz anders aus. Nee, das ist dann was anderes. Nee, das ist dann das. Warum ist das blau? Aber das hier sollte eigentlich grün sein. Was erzählen die da für einen Scheiß? Ist das komplett anders da? Gehen wir schon mal dahin. Verbündeter Bravery Multishot. Vor allem, warum X3?
Machen wir erstmal Foe. Gegner. Ne, Gegner in der Luft. Priorität fliegende Gegner. Missile, Rakete, okay. Dann Elemental Weakness Priority. Feuerschuss. Genau, 2 und 4. Dann Gegner Schwäche. Gegner Drehwirbel, Lariat. Self-Modify HP Cost. Kosten hoch. Kosten minus 40, 200. Okay. Dann haben wir hier Self. Bravery ist dann Courage, ja. Dann Foe Airborne, fliegende Gegner. Gravitshot. Foe Gegner. Thunder. Ne, Elemental Weakness war das. Gegner mit elementarer Schwäche im Blitz. Dann Gegner. Und Drehwirbel. Und dann Self-Modify HP Cost. Nur Kosten minus 20. Okay. Aber ich hab. Hier bin ich irgendwie noch nicht so. Aber was ist Schock? Ich hab hier keinen Schock. Ich meine, Eisschuss, okay. Ah, da ist das da. Self-Modified HP Cost. Irgendwie ist das eigenartig. Selbst und Augmentation. Keine Ahnung, wir probieren es einfach mal. Wow. Ey, warum geht denn der einfach vorbei?
Warum zieht man den? Ah, jetzt hat er die Schwäche getroffen. Jetzt haben wir ihn. Ha! Auch wenn ich immer nur nicht check, was die nur noch für Sachen haben, die wo ich nicht hab. Weil da ist nämlich 2 Augmentation plus und ein X1. Keine Ahnung, was das ist. Und unten ist es Bravery Multishot X3. Das hat ja prima funktioniert. Ach, Ally. Sorry, ist ein bisschen später geworden. Aber nein, wir müssen uns entschuldigen. Schließlich macht ihr hier die ganze Arbeit. Möge der Planet uns alle Zeit schützen. So, jetzt bist du dran, Wedge. Welche Wahrheit möchtest du heute mit uns teilen? Was? Ich? Klar, der berühmteste Gourmet der Slums. Wedge! Nun, ja... Also... Sprich mal lauter, Mann! Ich will! Ich möchte mich gern noch nützlicher machen. Ständig bin ich euch nur ein Klotz am Bein. Oh, nicht schon wieder! Wer hat dir denn Diplo bloß ins Ohr gesetzt? Ich? Oder Bix? Oder etwa... Nein, niemand hat das gesagt. Aber nur weil ihr alle viel zu nett dafür seid. Ich finde ja, die ist alles andere als nett. Ey, nimm das zurück. Siehste, von wegen nett. Stopp, hör auf. Ja. Was sag ich? Wir brauchen dich auf jeden Fall im Team. Der Kerl dachte doch echt bis zum Ende, er wäre uns ein Klotz am Bein. Dabei war er immer mit vollem Einsatz bei der Sache. Mehr noch als wir alle zusammen. Ja. Der Mistkerl hätte einfach Chefkoch oder Restauranttester werden sollen. Kommt. Ach, Mann. Neue Koordinaten. Ach, Chat, Wedge, du alter Hund. Und was machen jetzt die ganzen Katzen mit dir? Ohne dich. Die anderen scheinen noch nicht hier zu sein. Ah, nur noch eine. Das hier sollte die letzte Station. Wenn die Quelle des Planeten wiederhergestellt ist, gelangt ihr zum Schrein und könnt die Protosubstanz holen. Ich habe das letzte Update eingespielt. Damit sollte Chad Light jede Herausforderung meistern. Oh, vielleicht ist das mit dem Update die letzten Dinger drin, was ich vorher nicht nehmen konnte. Ah, du kannst in fortgeschrittenen Aktionen wie Shock Plus oder Boost Plus wählen. Sie werden allerdings nur unter bestimmten Bedingungen eingesetzt, die du zusätzlich festlegen musst. Ah, Gambit Sets. Das ist 4. Oh, da habe ich eh was. Ah ja, Gegner. Shock Plus. Okay. 30 Sekunden überlebt, ein Gegner besiegt, eigene TP 150 wird von 2 Gegnern analysiert. 3 hat... Ne, das ist alles 3. Ich habe keine Ahnung, was ich da nehmen soll.
30 Sekunden überlebt? Nee. Eigentlich P150? Machen wir mal so. Blizzard Shot X4, ja. Das haben wir auch. Barrier Shot. Dann haben wir hier Verbündeter. Bravery Multishot. Barriere Schüsse. Ne, Courage Schüsse. Ne, Bravery ist Courage. Courage. Ist 3. Missile 2, 4. Lariat Cost. Okay. Und hier ist dann Bravery Shot. Gravity Shot X5. Blitzshot. Okay, das war's schon. Jetzt haben wir alles. Achso, wir sind zuerst auf den, weil da ein fliegender Gegner war. Warte, der hat Regina, die dumme Sau. Uff. Ey, der heizt sich einfach komplett hoch. Königsbrunnen Regener nur zu, also da kannst du zweimal einsetzen. Das wirkt ja immer noch. Oh, den wollte ich gar nicht. Komm, wie schafft ihr den? Nein! Der war doch fast down!
Boah, warte. Ach so, der ist jetzt gegen Eis, ist er jetzt schwach. Ah, jetzt wechselt auch Regina ein. Jetzt ist er gegen Blitz schwach. Ich habe vorher nicht darauf geachtet, dass die gar keinen Schaden gemacht haben. So, jetzt haben wir das letzte Ding. Jetzt kann ich das auch wieder aus meiner Lesezeichenleiste löschen. Protosubstanz geortet. Oh. Ich frage mich, ob ich wohl auch eines Tages zum Planeten zurückkehren werde. Aber klar doch, warum denn nicht? Oh. Was ist das? Ein Geschenk von Wedge. Hey, ich muss mich wirklich bei euch bedanken. Es war gut, dass ihr dabei wart. Aber wir haben doch gar nichts getan. Und wie sehen eure Pläne ab jetzt aus? Naja, wie wäre es denn, wenn wir uns eurem Kampf anschließen würden? Was? Meinst du das ernst? Seit dieser Sache gibt es keine Nachrichten mehr von der Hauptgruppe. Wir können doch nicht ewig nur rumsitzen und Däumchen drehen. Ja schon, aber... Oder? Es gibt doch bestimmt was für uns zu tun. Jetzt mach mal halblang, Kleiner. Aus einer Laune heraus lasse ich garantiert keinen bei uns mitmachen. Tut mir leid. Ich dachte nur, dass wir... Ich weiß das wirklich zu schätzen. Aber es könnte sein, dass wir alle dabei draufgehen. Und ich möchte, dass ihr weiterlebt. Es wartet doch noch so viel auf euch. Soll das ein Grinsen sein? Schaut eher aus, wie wenn er gleich beißen will. Oh, gleich platze ich hier. Lasst mich an dieser Stelle ein paar Worte sagen. Ja, dann schieß mal los, Mann. Welche Wahrheit möchtest du heute mit uns teilen? Das könnte länger dauern. Wir haben alle ein gemeinsames Ziel. Wir wollen unseren Planeten retten. Allerdings fehlt's an Gil und Mitstreitern. Aber wir sind alle vereint in unserem Hass auf Shinra. Er brennt in unseren Herzen. Diese Flammen lodern, heiß und unbändig. Jeder von uns musste Opfer bringen. Doch das hält uns nicht auf. Es macht uns sogar noch viel stärker. Wir werden diesen Planeten um jeden Preis beschützen. Seid ihr bereit? Dann kämpft mit mir. Ich habe es so satt. Nieder mit Shinra. Genau. Bin bereit wie nie. Oh ja. Perfekt. Jetzt müssen wir das Ganze nur noch mit einem Drink besiegeln. Tifa, noch einen Cosmo Canyon. Hm? Für uns alle. Tifa. Ja?
Wir müssen über die Sache hinwegkommen. Du weißt, ich könnte sie niemals vergessen. Was ich sagen will, ist... Schluss. Mit den Schuldgefühlen. Dann hauen wir doch mal rein! Jetzt geht's erst richtig rund hier! Moment mal! Hab was vergessen. Hier. Muss er das nicht in die Luft heben und so, dass er in diese Welt kommt? Ah. Warum steckst du es dann ein, du Dab? Gambitmeister. Ja, gut, dass ich keine Hilfe hatte. Nö, nö. Ich habe dich bereits erwartet, Knabe! Heute im Mondschein. Halte ich dich in Händen, Kenji? Wer bist du denn? Chadley? Dank einer Analyse der bisherigen Phänomene, bei denen deine Position nicht mehr bestimmbar war, habe ich endlich einen Weg gefunden, dir virtuell zu folgen. Virtuell? Hey, ich kann mich nicht erinnern, dich obskuren Gaukler herbeigerufen zu haben. Oh, klasse. Ein faszinierender Raum. Ich bin Chadley. Wo befinden wir uns denn hier? Und wer bist du? Du weißt nicht, wer ich bin? Hey, ich stelle hier die Fragen. Ist das klar? Hau ab! Aber nicht noch! Verschwinde hier! Herr Chadley, oh hey, ich bin jetzt auch hier. Was bist denn du? Was machst du hier? Wo bist du? Wer ist da? Was ist da? Oh, Chadley! Bist du okay? Ja. Ich denke schon. Du warst auch dort, oder? Ja, das war kein Traum. Wir waren wirklich dort. Dieser Ort wirkte für mich wie eine andere Dimension. Nicht zu vergleichen mit unserer Welt. Da komme ich nicht ganz mit. Die Verwirrung steht dir ins Gesicht geschrieben. Aber ich bin motivierter denn je. Ich möchte dieses neue Rätsel lösen. Ich hoffe, ihr liefert mir weiterhin alle dafür nötigen Daten. Ein paar Schrauben gedreht, sodass Gambit-Schlacht nun auch auf den neuen Schwierigkeitsgrad verfügbar ist. Stell dich diese neuen Herausforderungen. Scheiß werde ich, Alter. Was gibt's dafür? Sag mal. Mission 4 Gambit-Schlacht spielen. Hä? Aber... Im Missionsmodus gelten verschiedene Regeln für das Entsenden von Robotern. Außerdem kommen neue Gambits und Aktionen hinzu. Programmieren deiner Roboter stets die jeweilige Einstellung im Hinterkopf, um auch den neuen, noch schwierige Herausforderungen zu meistern. Regeln variieren je nach Mission. Und was krieg ich? Ach du Scheiß! Barrierefeld plus Hastfeld Boost. Nee. Warte, was? Ich
Komm ich nicht raus? Hallo? Ah, scheiße. Warte mal, es sind keine Eisroboter erlaubt? Andere Farbe als der Bossgegner. Es ist euer Scheiß ernst. Genau das Ding vor mir hat auch das. Komisches Zeug. Okay. Warte mal, mit euch können wir nur labern. Aber sag mal, wo ist eigentlich GJ? Er ist doch nicht etwa... Unsere Wege haben sich in Cosmo Canyon getrennt. Er meinte, dass er noch etwas zu erledigen hätte. Ich hoffe, GJ ist auch wohl auf. Ich weiß nicht mal, wer das ist. Als ob ich diese komischen NPCs mir gemerkt hätte. Der Fight ist fertig, oder? Ja. Was ist denn da hinten? Hafen von Cosmo. Es gibt einen verdammten Hafen? Da ist noch eine Mission, da ist noch ein Turm. Was ist das da? Nee. Das ist ein Aufzug-Oberfläche. Nee, da gehen wir dann daher. 2, 3, 4, 5 Sachen fehlen uns noch. Stimmt, der Fototeil hier fehlt auch noch. Wie komme ich denn da hin? Okay, der ist da hinten. Das ist jetzt einfach. So, jetzt haben wir das. Dann gehen wir dahinter zu dem Turm. Wir müssen auch noch die Bahamut-Ding machen. Oder der Turm ist einfach da hinten. Oh, und da wäre das andere Ding gewesen. Wir machen erstmal schnell den Turm. Oh, ist das euer Ernst? Man kommt so gar nicht hoch.
Ey, der Cosmo Canyon fuckt dein Netz schon wieder ab, ey. Obwohl ich jetzt mittlerweile einigermaßen die Tricks und Kniffe in dem Dreck hier hab. Ich hätt's gedrückt lassen halten sollen. Aber es ist schön, dass sie halt den Wedge und den Bix und die Jessie nicht vergessen. Man hatte echt auf jeden Fall genug Möglichkeiten, da mit denen nochmal irgendwie was zu sehen. Die letzte Quelle, der letzte Kampf und das letzte Ding. Da fehlt immer noch eins? Was fehlt mir noch? Oder fehlt noch eine Mission? Ne, das sind Funktürme. Haben wir Kampfplatz? Fehlt noch einer? Ja, das haben wir. Esper fehlt einer, Lebensquelle fehlt einer. Das ist auch einfach nur eine Quest. Wer macht denn diese Dinger da überall hin? Wer hat sich denn damals mit dieser Republik-Kacke da gedacht? Das ist geil, da stelle ich einen hin. Oh ja, war denn niemand? Oh, hier oben ging es ja gar nicht weiter. Hä, warte mal. Ah, jetzt. Da oben? Vielleicht kommt man durch die Höhle hin. Warum hat er jetzt nicht weiter gelaufen, ja. Ach du Scheiße. Uff. Was? Ich hab's richtig? Die letzten drei habe ich einfach gedrückt, weil ich nie mehr gewusst habe, was gebraucht wird. Alter, ich bin schon ein geiler Typ, Mann. Dank deiner Hilfe konnte ich ihm gestehen, dass ich weiß nicht, ob ich diese Entwicklung positiv finde oder ob sie mir Angst macht. Oh, aber der Film versucht dich erstmal im Sieben. Ja. Geiler Typ, Alter. Hey, warte, wo geht's da nochmal irgendwo hin? Nee. Aber wer zündet denn die Dinger alle an? Die Fackeln.